Nun darf ich den nächsten Top-Speaker ansprechen. Er hat den Mut bewiesen, auf die dritte Speaker-Cruise zu kommen, dort wundervollen Speakern zuzuhören, um dann eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will auch auf die Bühne. Er hat sich sofort als allererster entschieden, ist auf die Bühne gerannt und hat gesagt, ich bin mit dabei. Die nächste Speaker-Cruise bin ich einer der Top-Speaker. Der Speaker steht für Schwingung. Das heißt, wie du mit deiner inneren Einstellung eine Schwingung ausstrahlst und damit dein Umfeld beeinflusst, deine gesamte Umwelt und vor allem auch deine innere Einstellung und wie du damit alles veränderst, auch auf der anderen Seite des Globus. Wie das funktioniert und wie das jeder für sich selber so erkennen kann und auch das sich dafür öffnen kann, das erzählt uns der Schwingungsexperte Christian Breitschwert. Ihr begeistert mich einfach, weil, wie die Bea schon gesagt hat, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Ihr habt eine Entscheidung getroffen gegen Angst und Panik und für das Leben. Und dafür möchte ich euch nochmal recht herzlich beglückwünschen. Ja? Wirklich. Toll, dass ihr hier seid. Wunderbar. Ja, jetzt erzähle ich was über Schwingung. Wer hat denn Lust, mal zu erfahren, wie man mit einer Zwei-Finger-Methode so ganz schnell seine Schwingung anheben kann? Sehr schön. Ihr kennt ja bestimmt auch Leute, die sich übers Wetter aufregen. Und habt ihr das schon mal erlebt, dass sie sagen, oh, ist schlechtes Wetter und kriegen eine schlechte Laune? Oder habt ihr auch schon mal Menschen erlebt, die sagen halt, oh, die Nachrichten, die machen mir jetzt Angst und die machen mir Sorgen und ja, jetzt, was soll ich machen? Ne? Wer hat die so schon mal erlebt? Ja, das ist halt sehr niedrig schwingend. Die Leute sind in der Angst. Und ich möchte euch zeigen, jetzt, wie man mit zwei Fingern diese Angst ganz schnell beheben kann. Macht einfach mal mit, lasst euch auf dieses Experiment ein. Ja? Ihr nehmt den rechten Zeigefinger und packt ihn an euren rechten Mundwinkel und den linken Zeigefinger an den linken Mundwinkel. Und jetzt drückt bitte mit beiden Armen nach oben und jetzt guckt ihr mal so um euch rum hier einfach mal. Guckt mal rum. Ja? Was macht das mit euch? Was macht das mit euch? Ich zeige es euch. Ihr erzeugt ein Lächeln. Und ein Lächeln ist sowas Wertvolles. Ein Lächeln öffnet Herzen. Ein Lächeln berührt Menschen. Wenn ihr jemand anlächelt, dann lächelt er euch in der Regel zurück. Probiert das mal morgens im Spiegel aus. So einfach, so einfach. Und was ist noch mit dem Lächeln? 34 Gesichtsmuskeln werden aktiviert gleichzeitig. Ich gehe ab und zu mal ins Fitnessstudio, ich kenne nicht eine einzige Übung, wo 34 Gesichtsmuskeln oder überhaupt 34 Muskeln gleichzeitig bewegt werden. Aber mit einem Lächeln schafft ihr das. Und ein Lächeln, eine Studie sagt, dass ein Lächeln jünger macht. Menschen, die viel lächeln, haben eine höhere Lebenserwartung. Nutzt diese Chance, lächelt mehr. Und ich möchte euch auffordern, dass wir jetzt hier eine Lächelepidemie starten. Das ist die richtige Epidemie, die wir hier auf dieser Welt brauchen. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt lege ich mir den hier hin. Also ich darf auch noch mehr lächeln und das ist mein kleiner Anker. Ja? Und erinnert euch immer bitte dran. Jetzt stehe ich hier, erzähle was über Schwingungserhöhung und Bewusstseinsupgrade. Und warum mache ich das? Ich möchte euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen ins Jahr 1999. Wer hat da schon gelebt? Wer kann sich daran noch erinnern? Ne? Das ist schon wieder eine andere Frage. Ja, 1999 gab es einen jungen Mann in Berlin, der hätte jetzt die Riesenchance gehabt, als Berliner an einer der größten Partys teilzunehmen. Welche Party gab es da 1999, die alle super erleben wollten? Wer weiß das? Love Parade zum Beispiel, richtig, aber es gab noch ganz andere. Der Jahrtausendwechsel stand an. Das Jahr 2000, es wurde von vielen Menschen gefeiert weltweit. Und dieser junge Mensch hat sich entschieden, ich feiere nicht. Der meinte, ich feiere nicht. Der hat keine Lust gehabt, dem ging es nicht gut. Der hatte einen Job gehabt, da war er sehr unzufrieden. Der war Single, alleine, hat sich nicht sehr um seinen Körper gekümmert und dementsprechend sich auch schlapp gefühlt. Und hat sich gedacht, okay, wenn alle feiern, ich gehe arbeiten.
Der geht ins Hilton arbeiten in Berlin. Wer kennt das Hilton Hotel? Eins der größten Hotels in Berlin. Ein Ticket damals hat über 1000 D-Mark gekostet. Er hat sich beworben, um an der Tür zu stehen. Arbeitet die ganze Nacht und wurde die ganze Nacht beschimpft. Warum? Weil dort Menschen gekommen sind, die kein Ticket hatten. Um 10 Uhr brach dann nämlich die Hölle aus. Alle wollten rein. Da waren Besoffene, da waren unfreundliche Menschen, da waren bösartige Menschen. Und da ging es die ganze Nacht. Dieser Mensch, der so in sein Jahrtausend startet, dem geht es nicht besonders. Das kann ich euch verraten. Und wenige Monate später lernt er eine Frau kennen, verliebt sich in sie. Die Frau wurde schwanger. Und dann passiert das Schlimmste, was ihm in seinem Leben jemals hätte widerfahren können. Sie trennt sich vorgebotlich von ihm. Sie war von ihm nicht mehr überzeugt. Sie hat sich nicht vorstellen können, dass er jetzt der Vater ihrer Tochter ist und mit ihr zusammenlebt. Sondern sie hat gesagt, eine Entscheidung getroffen, Entscheidung gegen ihn. Das hat nicht sehr gut auf den Selbstwert eingezahlt. Und was macht dieser Mensch? Anstatt jetzt irgendwie nochmal die Kurve zu kriegen, setzt er eins oben drauf. Er bittet seine Eltern, am Wochenende den Imbiss wieder aufzumachen, wo er als Student mit Freude gearbeitet hat. Er hat sehr gerne dort gearbeitet, da hat er sich sein Nebengeld verdient, hat ein Auto sich leisten können und schöne Kleidung getragen. Nein, diesmal wollte er den Imbiss aufmachen, um Buße zu tun. Der war so sauer auf sich, dass er die Beziehung in den Sand gesetzt hat. Er sagt, nee, da musst du jetzt Buße tun. 50 Stunden die Woche arbeitest du bei dem Job und dann nochmal am Wochenende. Das ist richtig krank. Aber so ging es ihm damals. Und was passiert wenige Monate später? Der Vater verunglückt schwer und kommt ins Krankenhaus, liegt im Koma und zum Glück überlebt er. Aber was passiert? Der Imbiss geht nie wieder auf und der Sohn ist praktisch befreit. Kann es sein, dass man mit seiner Schwingung, wenn sie sehr negativ ist, dass es auch sich auf Familienmitglieder auswirken kann? Ich sage ja. Und deswegen ermahne ich euch, achtet auf eure Schwingung. Es ging dann leider noch weiter. Es kam noch ein Fall. Er ist auf Arbeit und es kommt die Kriminalpolizei, die Konzernsicherheit und ein Rechtsanwalt und meinten zu ihm, es gibt Unregelmäßigkeiten bei einem ihrer Kunden. Und es stellte sich heraus, dass der größte Kunde und der größte Betrüger war. Der verlor fast seinen Job durch diese Aktion. Und es war für ihn so schlimm, dass er praktisch sein Selbstwert war weg. Sein Selbstbild existierte nicht mehr. Er war zerstört regelrecht. Und dann spürte er aber ein kleines Licht in ihm. Er hat irgendwie gesagt, das kann nicht mein Leben sein, das ist nicht wahr, was hier passiert. Wie kann man so viele Sachen hintereinander erleben? Und er begann sich dann auf eine Reise zu begeben und auf eine Reise zu sich selbst. Er hat gesucht, wo bin ich, wer bin ich vor allen Dingen? Diese Reise dauert 20 Jahre mittlerweile. Jetzt war 2000 und 2020. Die Reise ist noch nicht vorbei. Die Reise ist noch nicht vorbei. Er besuchte Seminare, er las Bücher, er hörte Bücher. Er sprach mit Menschen. Er sah sich Filme an, er studierte alte Schriften. Nur um herauszufinden, wer bin ich? Und was ist es? Was macht das Leben aus? Was macht das Leben aus? Und ich darf euch sagen, dass dieser Mensch jetzt hier in diesem Raum ist. Danke, René, dass du so offen und ehrlich bist. René ist übrigens mein langjähriger Freund. Das ist ein Mensch, der immer an mich geglaubt hat. Von Anfang an bis heute. Und wir, schön, dass es dich gibt, René. Und dieser Mensch bin ich. Ich war dieser Mensch. Ich war dieser Mensch. Ich war sowas von zerstört. Mir ging es so schlecht. Gesundheitlich natürlich. Ne? Das zählt ja alles, geht alles auf den Körper. Mein Vater fast gestorben. Damals habe ich noch gar nicht verstanden, dass ich das vielleicht mit ausgelöst habe. Zum Glück nicht. Wie hätte ich mich dann noch gefühlt? Ne? Auf jeden Fall habe ich in diesen 20 Jahren unheimlich viel kennengelernt. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Ich möchte euch davon berichten. Ich möchte euch sagen, dass ich viel Wissen jetzt habe und ich möchte es in Form von Seminaren, von persönlichen Coachings einfach wieder an die Menschheit zurückgeben, an alle, die jetzt hier so wie ihr wunderbar seid, die wissen, von was ich rede. Das ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Und ich gebe euch jetzt noch zwei Tools mit, die ganz, ganz wichtig sind. Nämlich, wie ihr den Tag startet optimal und wie ihr gut in die Nacht startet. Es ist so wichtig, das Unterbewusstsein zu beachten. Wie startet man gut in den Tag? Mit den 4 Gs. Nicht mit dem G-Punkt, das ist auch schön, das hat ja Martina erzählt, ne? Das ist auch hohe Schwingung, ne? Und sehr wunderbar. Nein, die 4 Gs. Die 4 Gs, ihr startet bitte gut in den Tag. Mit guten Gedanken, mit guten Absichten. Das ist eine Entscheidung morgens. Ihr startet bitte gesund in den Tag, das 2. G. Gesundheit heißt, ich trinke ein Glas Wasser, ich fühle mir Energie zu. Ich mache vielleicht eine Sportbewegung, eine Dehnung. Habt ihr schon mal Kinder gesehen, ja, wie die morgens sich dehnen oder wie sie sich bewegen? Ja? Oder esst was Gutes. Ja, meine Tochter.
Also, startet wirklich gesund. Und jetzt kommt auch noch ein ganz spannender Punkt. Genial in den Tag zu starten. Stellt euch mal vor, ihr startet genial in den Tag. Mit genialen Ideen, geniale Überlegungen. Wie kann ich meine Frau oder meinen Ehemann jetzt heute genial glücklich machen? Wie kann ich eine Aufgabe auf Arbeit genial lösen? Genialität ist was Wundervolles. Und das Letzte, ganz, ganz wichtig, auch wieder eine Entscheidung, wie die Bea vorhin gesagt hat, eine Entscheidung, ich bin glücklich. Ich entscheide mich, glücklich zu sein. Ihr könnt es entscheiden. Und wem die Entscheidung schwerfällt, der nimmt einfach ein Glückstagebuch und schreibt sich auf, wofür bin ich glücklich, oder ein Dankbarkeitstagebuch. Das in dieser Kaskade morgens regelmäßig getan, wird erstmal am Tag ganz andere Ergebnisse erzeugen. Und abends, wenn ihr nach Hause kommt, wenn ihr zu Hause seid, ihr habt ja viel erlebt an dem Tag, denn überlegt euch, was war magisch an diesem Tag? Was war magisch? Wollt ihr mal zwei magische Momente aus meinem Leben hören? Habt ihr Lust? Der erste magische Moment, das war der Tag, wo ich meine Frau geheiratet habe, die Silvia, die hinten ist. Es war nämlich, ich wache morgens auf und dann liege ich da so und denke, was ist das heute für ein schöner Tag? Was wird das für ein magischer Tag? Ich heirate meine Traumfrau, als ob sie sich schon ewig gesucht habe. Ich habe sie jetzt. Sie ist schwanger. Wir planen einen Scheunenumbau. Ich habe mich so glücklich gefühlt. Ich habe abends dazu ein Video gemacht und habe das vor der versammelten Mannschaft erzählt. Es war so schön. Und der zweite magische Moment, den habe ich zum Glück sehr, sehr oft noch, weil heiraten kann man ja nicht so oft, ne? Also ist ja schade, wenn ich... Also. Der zweite magische Moment ist so, halt, da steht jemand so vor mir, strahlend und lächelt mich an, ja? Das ist der Moment, da läuft im Hintergrund Salsa-Musik morgens, ja. Und ich fange so ein bisschen an zu tanzen, dann kommt meine Tochter schon auf mich zu und steht so vor mir. Ich nehme sie dann so hoch und nehme sie auf meinen Arm und dann legt sie ihren Kopf hier oben rauf. Und dieser Moment, wenn sie den Kopf hier oben rauf legt, das ist so eine Verbindung, die ich mit ihr spüre. Es öffnet so dermaßen mein Herz. Und manchmal, wenn wir dann so tanzen zusammen, ja, dann bin ich manchmal ganz gerührt, weil ich mir denke, Mensch, wenn das jetzt der Hochzeitstanz von ihr ist, ja, vielleicht ist es unser letzter Tanz. Meine, manchmal kommen mir da Tränen und es ist so schön, aber es ist nichts, wovor ich Angst habe. Es ist einfach schön, dieses Gefühl. Also merkt euch bitte meine Botschaft, das ist leicht zu merken. Ne? Denkt an die Zwei-Finger-Methode, das Lächeln. Ich kenne Menschen, die schaffen das ohne die zwei Finger, die lächeln einfach so. Das ist unfassbar. Ja, nutzt es aus, ihr könnt das trainieren. 34 Muskeln, schafft man. Ne, Daniel, super durchtrainiert, habt ihr gesehen auf der Bühne. Übrigens energetisch, Daniel ist ein hochschwingender Mensch. Ja, auf jeden Fall, ne? Also ein super Moderator, ja. Also starker Mensch. Und seine Frau genauso, ja. Super gut. Denkt an die 4 Gs, ganz einfach, gut, genial, glücklich, gesund zu starten. Und dann magisch, was war an dem Tag magisch? Und ihr setzt dann noch eins oben drauf. Ihr geht, kurz bevor ihr ins Bett geht, überlegt euch, wie kann der nächste Tag noch magischer werden? Wie kann die Magie im nächsten Tag nochmal einziehen? Was könnte ich noch magischer machen? Und wenn euch nichts einfällt, eins verspreche ich euch, euer Unterbewusstsein arbeitet die ganze Nacht daran, was, der will jetzt was Magisches, wie mache ich das? Und morgens überlegt euch die 4 Gs wieder und was passiert? Spätestens beim G, wie genial, kommt eine tolle Idee, wie ich eine Magie erzeugen kann. Und ich verspreche euch, wenn ihr das 21 Tage durchhält, ihr werdet Magie in eurem Leben erleben. Magie wird Einzug halten in euer Leben. Und Magie ist sowas Wundervolles. Am Schluss meiner Rede möchte ich euch noch ein Angebot machen. Anders als die anderen habe ich kein Seminar jetzt gerade hier anzubieten, weil es ist halt auch Corona-Zeit. Und deswegen kriegt ihr von mir ein Coaching angeboten, ein Telefoncoaching oder über Skype oder Zoom. Ich habe eine Methode gefunden, wie man diese 20 Jahre abkürzen kann. Ihr glaubt mir, 20 Jahre sind sehr, sehr lang, zu sich zu finden. Und ich weiß, dass es kürzer geht. Wer möchte das wissen, wie es kürzer geht? Wir haben 2 Coaching-Einheiten, die wir kombinieren werden. Ich arbeite mit jemandem zusammen, den ich erst vor einem halben Jahr kennengelernt habe. Es ist unglaublich. Ihr werdet was erleben, was ihr so bestimmt vielleicht noch nicht erlebt habt. Wir können als erstes sehen, was eure vorherrschenden Emotionen sind und was eure Gedankengänge sind im Wesentlichen und welche Herzverletzungen euch belasten und Energie rauben. Das ist der erste Schritt. Und dann lassen wir euch nicht damit allein, sondern im zweiten Schritt können wir ein direktes Coaching geben und können viele der Sachen auflösen mit euch. Und diese Erfahrung einfach, die möchte ich euch zurückgeben, der Menschheit, den Menschen, die an mich geglaubt haben, euch allen. Ihr könnt alle euch auf die Liste eintragen, die René hochhält. Ihr kriegt von mir, ihr schreibt eure E-Mail-Adresse und euren Namen ein, kriegt von mir die Instruktion, wie diese ganzen Sachen ablaufen. Und dann seid ihr dabei. Und es ist einfach magisch, was dort passiert. Ich möchte noch ein Geheimnis verraten. Wenn man auf diese Welt kommt, dann kommt eine kleine Stimme, die ganz leise was zu euch ins Ohr flüstert.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Kann sich jemand erinnern, was da so ins Ohr reinkam? Also ich kann euch das verraten. Wenn ihr auf diese Welt kommt, dann flüstert die Stimme euch ins Ohr, ganz, ganz leise und sagt halt, du bist gut, so wie du bist. Es ist so. Ihr seid alle gut, so wie ihr seid. Ihr seid Wunder. Wunder der Natur. Es ist schön, dass ihr da seid. Und das vergessen wir leider. Und man trainiert uns auch oft ab. Und diese Magie zurückzufinden, zu sich selber, zu erfahren, ich bin gut, so wie ich bin, mein Selbstbild zu stärken, das ist auch Form der Seminare, die wir später gestalten. Aber ihr dürft jetzt dieses Coaching ausprobieren. Ihr müsst jetzt nicht reisen, ihr könnt uns einfach per Skype oder Zoom kontaktieren und könnt diese Erfahrung machen. Und dazu lade ich euch recht herzlich ein. Christian Breitschwert. Dankeschön. Dankeschön.